Herzlich willkommen zur nächsten Folge Civilization, genau, zur nächsten Folge Assassin's Creed Valhalla. Mal so, mal so. Mal so rum, mal so rum. Also, wir sind zurück. Wir waren hier bei, ich sag mal, Moira hieß sie. Und sie hat uns erzählt, dass sie eigentlich ein ganz, ganz normales Mittel hat. Und ja, dass also sie nicht die Böse in der Geschichte ist. Wir haben die nächste Aufgabe, zum Tempel zurückzugehen. Und ich hatte mir zur Aufgabe gemacht, in der Hinsicht mal hier unten aufzuräumen, was Schätze und Nebenquests und so weiter angeht. Wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten, zumindest hier im Süden hatten wir schon einiges aufgeklärt. Waren hier schon relativ weit und naja, wir sind eigentlich auch, ich sag mal, gut, hier oben waren wir noch gar nicht, das müssen wir uns irgendwann mal angucken, wenn wir denn da so weit hochkommen. Hier oben ist ja auf jeden Fall noch irgendwie eine Feste oder sowas, das wissen wir schon. Mal sehen, wann die nochmal wichtig wird. Egal, also, drei Nebenquests, drei Schätze und vielleicht noch ein bisschen Hauptquest heute. Wir gucken mal, was wir schaffen. Ich wollte erstmal die beiden Sachen, die Sache hier machen. Und dann können wir hier, glaube ich, über verschiedenste Brücken hier rüber gehen. Und uns mal mit dem beschäftigen. Dann reisen wir zurück. Nehmen uns den Schatz hier vor. Und dann geht's darüber als allerletztes. Ja, das ist erstmal der grobe Plan. Dafür markieren wir uns mal wieder immer. Die Sachen, die Rätsel gehen ja meistens recht schnell. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt auch der Fall ist. Wir müssen mal schauen. Hier ist auch irgendwo ein Weg. Aber hier nicht so richtig. Okay, pass auf, dann machen wir das so. Wir holen uns unser Pferdchen. Genau, die wird einmal umgeritten. Sehr schön. Dann können wir einmal durch den Wald reiten. So weit ist es dann ja nicht abzuholen. Es ist ja anscheinend auch so eine Art Ruine, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier ist die Brücke übrigens. Da wollen wir dann rüber und da oben scheint unsere Quest zu sein. Mal gucken, was das ist. Das ist ein Kampf. Oh, wir hatten lange keinen Kampf mehr. Schön. Mit tiefem Wasser oder mit Wasser? Mit nicht tiefem Wasser. Okay. Komm, wir quatschen den mal an. Meine Waffen sind poliert und einsatzbereit, wenn du tanzen willst. Sei gegrüßt, Krieger. Das hier gehört dir? So ist es. Ich bin Gutfried Wohlgewandt, gefeierter Dränger des großen heidnischen Heeres, treuer Gefolgsmann von Ragnar Lodbrok. Ich suche einen letzten sauberen und ehrbaren Kampf, da ich alt und gebrechlich werde. Ich will auch im Todesröcheln meine Würde behalten. Du sorgst dich gut um dich selbst. Meine Kriegskleidung ist makellos, gut gepflegt und rein. Ragnar brachte mir hier über den Sommer meine Selbstachtung bei. Ein reines Gewissen, ein makelloser Eid und unbeschmutzte Treue sind von größerem Wert als jedes gereinigte Rüstungsteil. Weise und wahre Worte. Habe ich nun die Ehre? Ein sauberer Kampf ist alles, worum ich dich bitte. Na klar. Möge Odin unserem Tanze beiwohnen. Kämpfen wir. Dein Gewand wird noch ein letztes Mal von Rabenwein getränkt. Meine Kampfeisen sind in bestem Zustand. Oha. Ich glaube, der ist gut. Okay, der wirft auch mit Sachen. Odin, mach schon mal Platz! Doppelschild ist natürlich auch schön. Diese Treffsicherheit. Ah, wir haben schon mal ein bisschen was runter von ihm. Und jetzt? Du wirst Rabenfutter. Okay. Meine Waffen sind stumpf und unrein. Ich will nur scharfe und saubere verwenden. Nur die Feinde. Du gehörst mir. Aber so, das war's mit ihm, würde ich sagen. Oh, ich blute aus sauberen Wunden. Ich danke dir für diesen letzten Kampfesgesang von gut gefertigtem Eisen. Geh deinem makellosen Sieg entgegen. Lebe wohl, ehrbarer Dränger. Und dann bestätigen wir mal den Tod. Das Bein sieht aber auch leicht ungesund aus, abgeknickt da.
Aber das lassen wir mal. Also, Dränge besiegt. Sehr schön, das nächste Rätsel geschafft. Mehr ist hier, glaube ich, nicht. Wir können natürlich auch hier einfach durch dieses Haus und durch den Gärten mal gucken. Wer weiß, ob wir da nicht nochmal den ein oder anderen kleineren... warte mal, wo war denn das andere jetzt? Das war da oben? Ach, guck mal, da oben ist gleich der nächste. Ja, pass auf, dann machen wir das anders. Wenn jetzt hier eins nach dem anderen ist, sollten wir vielleicht einfach von hier unten anfangen, oder? Und dann uns hier hocharbeiten. Ja, ich will aber nur noch mal in dem Anwesen gucken, ob hier noch irgendwas ist. Wir haben noch mal zwei Fertigkeitenpunkte bekommen. Eine Rune. Also ein paar von den spannenderen darin. Ach so, guck mal. Das wäre tatsächlich hier auch ein ganzer Weg gewesen zu dem Anwesen hier. Aber weiter nichts Spannendes. Okay, pass auf, dann machen wir es anders. Dann gehen wir hier zu unserem Schiff. Und kümmern uns erstmal und gehen dann von Süden nach Norden. Das ist ja dann sonst Quatsch. Dann sparen wir uns ein bisschen was von dem Weg. Okay, wir wollen einmal auf diese Insel darüber. Die sieht auch nicht so wahnsinnig einladend aus, ehrlicherweise. Ich würde sagen, wir nutzen das mal, dass Ivo ja recht gut schwimmen kann. Nichts rostet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so unbewacht ist hier, das was wir suchen. Also entweder ein Tier. Ah, oder tatsächlich eine Hütte. Okay, spannend. Eine Hütte, wo wir nicht so einfach reinkommen, oder was? Sie wurde wohl verriegelt. Frage ist jetzt auch, wer sieht uns hier gerade? Hä? Ah! Das Schwein hat uns gesehen. Sie wurde wohl verriegelt, ist auch der häufigste Satz in diesem Spiel, aber wir können bestimmt. Habe ich gedacht, irgendwie von hier unten ins Haus. Können wir nicht. So, wie kommen wir an diese Tür ran? Vielleicht ist es auch etwas, was wir finden müssen. Oder können wir hier irgendwie rein? Durch so ein kleines Fenster schießen ist, glaube ich, eher schlecht. Lass uns mal gucken. Also hier hoch ist auf jeden Fall etwas zum Hochklettern. Das bringt uns aber, glaube ich, nicht viel. Das Haus steht schon irgendwie auf Stein. Da kann man schon was kaputt machen, aber das bringt auch nichts. Das haben wir nicht gefunden, ne? Ja, kann man jetzt nichts kaputt machen. Ah. Müssen wir irgendwo dafür erst einen Schlüssel finden? Das kann natürlich gut sein. Da hinten kann man nämlich so rüberklettern. Zu diesem Fischernetz. Also sie gibt ja auch nicht den Tipp. Sie sagt einfach nur, die Tür ist verriegelt. Und sie gibt ja normalerweise immer den Tipp, es muss man von der anderen Seite wohl aufmachen. Das heißt. Klemmt, ich muss auf die andere Seite. Ah, doch. Ich nehme alles wieder zurück. Ich muss auf die andere Seite, ja, das ist die Frage, welche Seite sie meint. Weil hier ist ja praktisch nichts. Gab es, glaube ich, auch nichts, ne? Dass wir uns irgendwie reinplumpsen lassen können. Wenn wir das gewohnt sind. Nee, ne? Hier ist nichts. Achso, und hier soll man nicht hochklettern können, oder was? Das
ich ja spannend finde, ist das hier. Ach, guck mal an, da ist ein Fenster. Ah. Sehe ich das erst? Ich habe das die ganze Zeit nicht gesehen. Die Frage ist bloß, wie wir hier rankommen. Weil hier können wir nicht hin. Von oben da irgendwie langhangeln. Ah, verstehe. Okay, okay, okay. Pass auf. Wir werden wahrscheinlich nicht durch das Fenster schießen können, aber das Ziel ist es, da in das Fenster zu gehen. Die Frage ist nur... Nein. Nein, 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 nein. Ja. Nein. Okay, von der Seite geht's also. Nee, spring da bloß nicht dran. Du kannst gefühlt alles, aber da nicht, kannst du nicht dran springen. Okay, drehen wir uns nochmal um. Machen wir es nochmal. Nein! Dass sie da auch immer wieder ins Wasser springen. Oh, das war gut. Warum immer das jetzt funktioniert hat, es hat funktioniert. Wir werden es voll, okay. Pass auf, jetzt ist diese... Nee. Ich wollte noch sagen, es ist eine Truhe nicht plünderbar oder sowas. Das wäre es jetzt noch gewesen. So, Titan haben wir auch bekommen. Wunderbar. Dann lesen wir mal. Erfreuter Vermerk. Utsblut, das ist ja mein fetter Haufen Hacksilber. Der Bischof wird bestimmt nicht meckern, wenn wir seine Opfergaben abzwacken. Was? Die ganzen Abgaben der armen Witwen werden mir einen Bauch voll Bier bescheren. Na. Auf jeden Fall ehrenvoll. So, und dann gehen wir, ja wahrscheinlich, jetzt müssen wir wahrscheinlich doch Boot fahren, oder? Wir fahren Boot hier rüber. Das ist dann doch ein bisschen weiter. Ja, pass auf, wir schnell reisen. Einmal zurück zum Boot, fahren dann auf die andere Seite rüber mit dem Dings. Das ist, glaube ich, doch schneller. Also ein Rätsel an Reichtum gelöst. Ja, manchmal muss das ein bisschen kniffliger. Da braucht man ein bisschen, länger. Abfahrt. Und das Schöne ist, wir haben dann auch noch einen Teil Hauptquest und können... mit Halfter ansprechen. Segel! Und wenn das so klar ist, das Wasser, dann gefällt es mir eigentlich am ehesten. Das Wetter auch so ist, wie es jetzt ist. So finde ich es eigentlich mit am schönsten. Das hier scheint einfach im Wasser zu sein. Das scheint dann etwas einfacher zu holen. Wir haben noch Fertigkeitenpunkte. Ich habe es nicht vergessen. Wir sammeln jetzt einfach mal ein bisschen. So, Krokodile gibt es ja Gott sei Dank in England nicht. Mal ausnahmsweise angenehm. Erzähl nachher. Und wir gucken mal, dass wir hier... Ach Gott. Okay, das ist so tief unten. Wir brauchen auf jeden Fall einen Eingang. Und zwar einen anderen als den, den wir dachten. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das hier irgendwie. Breite deine Flügel aus. Ja, wir wissen zwar, dass da Halfdan ist, aber wir wollen erstmal andere Sachen klären. Wo geht's denn hier nach unten? Wo haben wir denn hier? In so eine Art Tunnel. Ja. Vielleicht da hinten irgendwo, sieht man, nee. Aber da ist so eine Art Becken, guck mal hier, das. Das sieht doch verdächtig aus. Pass auf. Hier ist es ja recht. Oh, ich nehme alles wieder zurück. Ich wollte gerade sagen, hier ist es ja recht flach, aber so ist es ja gar nicht. Aber ich glaube, wir müssen unter dem Wasser hindurch. So, das war doch irgendwo hier hinten, was ich meinte. Das hier.
Guck mal. Hä? Kann man hier nicht reinspringen? Das packt gerade hart rum. Ja. Okay. Ja, hier geht's nicht weiter. Nicht so viel Zeit verlieren, weil hier ist alles unter Wasser. Muss man schon gut tauchen können. Meine blöde Frage, kann man hier irgendwo auftauchen? Nee, ne? Okay. Cool. Das ist hart. Was ist denn hier? Ja. Hier muss man schon gute Ausdauer besitzen, um das zu schaffen. Da habe ich auch mal ein bisschen die Luft mit angehalten. Wir gehen mal zur Hälfte an. Heieieiei, das war knackig. Aber wir haben es geschafft. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn eigentlich bekommen? Lass uns das mal kurz angucken, ob sich das überhaupt gelohnt hat. Wir haben einen Mantel bekommen. Tarnen-Waffenrock. Okay, der Tarnen-Waffenrock. Wir hatten, glaube ich, die Tarnrüstung dann jetzt auch komplett. Die hatten wir vorher, glaube ich, noch nicht. Eiferer hatten wir letztens auch noch gesehen, fällt mir ein. Okay, den verzierten Kelch haben wir uns mitgenommen. So, Fertigkeiten. Haben wir hier oben noch irgendwas, was uns wichtig ist? Nee, ne? Wir hatten hier schon sehr viel, was ich nicht benutze. Feuergeschichten hat man noch. Hier ist noch einmal Gesundheit. Und Widerstand, Schwert und Fähigkeitenschaden. Guck mal, hier ist noch ganz viel, sehe ich gerade. Da ist tatsächlich noch was, was wir noch nicht hatten. Okay. Schwerer Schaden, Feuereffekt, Feuerschaden machen wir nicht. Betäubung können wir nochmal machen. Hier ist auch nochmal Feuer. Hier ist auch nochmal schwerer Schild. Den Axtflegel brauchen wir nicht. Hier ist auch nochmal kritischer Treffer. Hier ist auch nochmal Gesundheit. Also ein paar Sachen haben wir noch. Schwerer Schaden. Betäubung ist ja auch nochmal. Also ein paar Sachen haben wir tatsächlich hier noch, die wir noch ausrüsten können. Und hier oben ist auch noch eine ganze Menge. Also wir haben noch ein bisschen was. So ist es nicht. So, wo ist denn jetzt der? Der Typ ist doch in diese Richtung. Nee, hä? Nicht bescheuert. Da hinten stand er doch irgendwo, ne? Da. Okay. Komm mal her, Halfdan. Gut, dass ich dich hier finde. Ja. Ah, die Rabenlehrerin kehrt zurück. Und nun still, ich jage eine Gruppe von Verrätern, die sich in diesem Sumpf rumtreibt. Wer hat dir von den Abtrünnigen erzählt? Mein Speer. Er bat mich, zu ihm zu kommen, aber ich finde ihn nirgends. Sieh dich um. Sag mir, wenn du etwas gefunden hast. Eivor, such die Vorsprünge und Aussichtspunkte. Sieh mal nach, Sühnen. Zuzuhören. Eivor, such die Vorsprünge und Aussichtspunkte. Wir haben schon was. Wir haben schon. Er könnte uns von oben beobachten. Olaf, sprich mit uns. Wo bist du? Wir haben schon was gefunden. Oben da auf dem Turm. Ja, wenn wir schon mal hier sind, dann bleiben wir natürlich auch hier. Aber er scheint nicht da zu sein, sondern nur seine Sachen oder sowas. Ah, der, guck mal, der lebt nicht mehr. Er klammert sich ans Leben. Ich sollte ihn nach unten tragen. Ja, wir tragen wir den jetzt nach unten. Hilfe! Äh,
Mal eine blöde Frage, wie soll ich den denn jetzt nach unten bringen, ja? Vielleicht über den. Ach nee, guck mal, da können wir runter. Au. Olaf! Na, guck mal an. Zack. Ich habe deinen Speer gefunden, doch seine Wunden sind tief. Olaf. Armer Olaf. Er wird mit Ehren begraben. Dafür sorge ich. Geh über die Brücke, alter Freund. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Jonton könnte die Angreifer aufspüren. Hol sie dir, Junge. Nein, ich will jetzt nicht folgen. Guter Junge, folge der Spur. Wenn wir jetzt folgen... Vielleicht wollen wir ihm hinterher gehen. Ach, guck mal, vielleicht gehen wir auch genau dahin, wo wir auch hin wollen, zu den Ruinen. Erschnüffle sie, Junge. Wir färben den Boden mit ihrem Blut. Ja, wir folgen, glaube ich, tatsächlich genau den Ruinen. Wer sind diese Männer, die du des Verrats verdächtigst? Diebe, die meine Kriegsbeute gestohlen haben. Ah. Natürlich sind sie da. Da ist auch ein Buch des Wissens. Das wollen wir auf jeden Fall. Und nicht nur ein Buch des Wissens, sondern tatsächlich auch ein Artefakt, glaube ich. Und wir wollen beides. Könnte tatsächlich auch ein römischer Artefakt sein. Sieht verlassen aus. Bist du sicher? Die Spur endet, aber niemand ist hier. Pass auf, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Da gibt es diverse Sachen, wir wollen aber erstmal da hoch. Ja, lass mich erstmal hier hochkommen. Tatsächlich glaube ich, ist es echt immer der schnellste Weg, wenn man den Sachen hier folgt. Ich glaube, dann kommt man tatsächlich immer am schnellsten zum Ziel. Ach, guck mal, das ist die Schatzfortkarte. Ah, guck mal, die haben wir auch noch nicht. Die nehmen wir natürlich gerne mit. So, und das Buch ist da natürlich irgendwo hier unten. Dann werden wir auch mal gucken, wo das denn eigentlich ist. Ob wir da schon mal waren oder ob wir da noch vorbeikommen. Jo, vorweg. Shia, Schatzfortkarte ist wahrscheinlich auch ein Tattoo. Oh, okay, das ist ein... Oh Gott, was ist das? Da ist die Mauer. Oh, das ist doch das... Das ist doch das Anwesen von unserem Freund, oder? Wobei, ne, die Mauer ist das Mauerstück, was wir gesehen haben. Ist das? Doch klar, das ist tatsächlich einfach das... Ja, guck mal, da können wir dann ja nochmal hin. Ist ja nicht so weit weg von hier aus. Markieren wir uns mal. Jetzt müssen wir irgendwie nach unten. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, guck mal, hier geht's auf jeden Fall mal... Hier geht's auf jeden Fall mal nach unten. Dann werden wir mal... Hier, ein versteckter Eingang. Vielleicht sind sie ja da unten. Meine Art. Die Rohre sind geplatzt und haben den Tunnel überflutet. Selbst dieses alte römische Werk kann sich nicht dem eisigen Kuss der Wintergöttin widersetzen. Sieh dort. Die Rohre gehen durch die Wand. Könnte es dahinter noch Räume geben? Yep. Und wir brauchen Feuer. Wie kommen wir denn daran jetzt? Warte mal, da ist ein Schlüssel. Warte mal, lass uns mal... Lass uns mal abwarten. Kommen wir hier runter und können hier Feuer machen. Wir kriegen das von der Seite nicht hin. Ah, warte mal. Vielleicht von der Seite aus. Ich muss mal kurz was... Warte mal. Hier war auch Feuer.
irgendwie eine Feuerschale kaputt machen da? Nein. Aber vielleicht können wir... Da ist eine Tür. Da können wir nichts mit der Tür machen. Ah, Gift. Okay. Wie können, wenn wir... Okay. Mal überlegen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen... Ah, warte mal. Wir haben noch nicht getaucht, ne? Ich mach's zu kompliziert. Wir können einfach hier tauchen. Okay, komplett unten drunter. Ich verstehe. Hey, da ist etwas. Moment, wir finden einen Weg. Ja, erstmal möchte ich... Okay, das können wir aufmachen. Sag mal, wo ist denn der Schlüssel jetzt? Der ist in dem Raum, ne? Ah ja. Okay, verstehe. Pass auf, erstmal machen wir... Oh, hallo. So, bevor wir weitermachen... Folgendes. Ich brauche Unterstützung! Ah. Kann er nicht, weil wir das erst hier aufbrechen müssen. Okay, dann machen wir das erst. Dann machen wir das zuerst. Also das... ist jetzt Ziel Nummer 1. Puh, kommt sie jetzt hier durch? Oder kommt er jetzt hier durch? Ja, wahrscheinlich müssen wir ihn jetzt um Unterstützung holen. Und das hier mal aufbrechen. Hey, hierher! Er kommt schon, perfekt. Oh, okay. Die Römer verstanden ihr Handwerk. Diese Kammern sind weitläufig, hübsch anzusehen und mit Rohren bestückt. Sie wurden wahnsinnig und verschwanden, wie ihre Götter. So steht es in Moiras Büchern. Ah, hier, siehst du? Kriegsbeute, meine, mir gestohlen! Man setzt mir von allen Seiten zu, Eivor. Ränkeschmiede überall. So ergeht es Königen und Jarls. Dein Reich ist groß und wohlhabend. Jeden Tag ändern meine Entscheidungen das Leben von Tausenden. Nur wenige könnten diese Bürde tragen. Doch ich tue es. Du hast Moira getroffen. Was hast du erfahren? Sie meint es gut. Ich glaube nicht, dass sie dich vergiften würde. Nicht mit Absicht. Sie sagte zudem, sie hätte deine Krankheit schon einmal gesehen. In ihrer eigenen Familie. Sie sei schleichend, doch unheilbar. Nein, nein, nein. Das ist keine Krankheit, sondern Gift. Irgendwie vergiftet mich jemand. Oh. Das werden die Diebe sein, die meinen Schatz gestohlen haben. Wir nehmen erstmal den Schlüssel. Ja. Aber bevor ich das hier machen möchte, möchte ich eigentlich erstmal hier... hier weiter. Okay, wir können da raus. Aber. Ich möchte gerne... Warte mal, bevor wir das jetzt alles machen... Da war doch noch der Schatz. Der muss von der anderen Seite versperrt sein. Wie kommen wir denn da ran?
können wir die hier aufschließen, die Tür. Okay, pass auf. Ich habe folgende Idee. Wir müssen nochmal zurück. Hier muss es irgendeine Möglichkeit geben, aufzutauchen. Gibt es aber de facto nicht. Was übersehe ich hier? Gibt es hier irgendein Fenster? Hier geht's wieder raus. Ich will nicht raus. Ich will da rein. Ich will in diesen Raum rein. Wo habe ich Sicht auf die Tür? Mal nachdenken. Also hier ist der Raum, der vergiftete Raum. Hier ist das Wasser, wo ich nicht durch kann. Okay, da ist das zum Schwimmen. Ich kann... Ach klar, ich kann komplett außen rum gehen, oder? Kann mir das jetzt hier nehmen? Ich bin, glaube ich, einfach doof. Wir können hier drunter durch, oder? Ja. Und dann muss ich gut werfen. Okay, das war zu kurz. Okay, ich kann von hier und dann vielleicht kann ich so werfen. Alles klar. Okay. Wir probieren es nochmal. Ich wusste doch, ich übersehe was. Das ist das natürlich nicht da. Das ist ein Rahmen weiter, ne? Okay, sorry, Halfdan. Bevor wir abhauen. Müssen wir nochmal eine kleine Aufgabe erledigen. Ich will das Buch des Wissens haben. Das ist doch eine Falle. Ja, wir werfen kurz mal eine Fackel. So. Und dann gehen wir mal hier raus. Das gucken wir uns nachher an, das Buch des Wissens. Oh. Wolfsmal und Halfdan, seid gegrüßt. Kommt, füllt eure Bäuche mit Met. Ihr habt meinen Tribut gestohlen. Er gehört rechtmäßig mir. Er war für mich bestimmt. Wir haben nichts gestohlen. Faravid hat uns dies geschenkt. Für einen schweren Tag des Kämpfens. Und nahmt ihr meinen Speer, Olaf, mit in diesen Kampf? Euren Waffenbruder. Musste er auch für diesen Schatz sterben? Das war Olaf? Dieser Narr. Wir dachten, er wäre ein Dieb. Die einzigen Diebe hier sind die, die meinen Met saufen und mein Silber mit Spucke polieren. Ihr, Feiglinge und Verräter. Diese Beute steht uns zu, Jarl. Für gewonnene Schlachten und vergossenes Blut. Eivor, sag es ihm! Eigentlich gehört es ja schon dem Jarl, ne? Das ist Verrat. Und Verrat wird durch Tod bestraft. Faravid behandelte uns besser, als du es jemals tatest. Faravid ist ein Nichts und ihr seid noch weniger. Oh! 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 O
eigentlich kämpfen, ne? Ärgerlich. Aber irgendwie... Sie zwangen mich dazu. Beherrsche deine Angst, Halfdan. Sie kann deinen Geist vergiften. Faravid hat diesen Mann getötet, nicht ich. Seine Tücke und Ränke zwangen mich dazu. Er... Vergib mir, ich... Unter diesen Fellen wird mir heiß. Die Tage... Der hat Fieber, oder? Du hast ein Treffen mit Faravid. Ist das richtig? So ist es. Im Heidelager. Ich kenne den Ort. Die Stelle befindet sich zwischen Jofovik und Pitscheringer. Bedränge ihn, Eivor, so sehr es geht. Lass nie nach und bringe mir einen Beweis seines Verrats oder seiner Unschuld. Verräter, Diebe, kein Recht. Sie hatten kein Recht. Es gehört rechtmäßig mir. Ja, ja. Der ist aber auch ein bisschen durchgedreht, ne? Also... Eieiei. So, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt nochmal um den Schatz, der tatsächlich da ist. Wir sind zu nah dran. Und von da aus machen wir dann weiter. Ne, wir haben jetzt irgendwie 4 Fertigkeitenpunkte. Wahnsinn. Warte mal, 4 Fertigkeitenpunkte, die werden wir nochmal kurz ausgeben. So viel Zeit muss sein. Also, das hatten wir gesagt. Wir haben irgendwo noch Sachen aufzumachen, ne? Hier war noch irgendwas außen. Schwerer Schild brauchten wir nicht, aber es war noch irgendwas hier. Da. Erstmal auf jeden Fall die Gesundheit, so. Hier hatten wir es. Das brauchen wir nicht. Schwerer Schild brauchen wir nicht. Pflege brauchen wir nicht. Feuer brauchen wir nicht. Hier haben wir noch kritische Treffer. Finde ich auf jeden Fall gut. Betäubung, ja. Warte mal, war das andere nicht auch Betäubung? Nee, ne? Das sah aus wie so ein Hammer, aber das ist aber Betäubung. Das nehmen wir auch noch. Schwerer Schaden, Feuereffektivität. So, und hier ist auch noch Betäubung, glaube ich, ne? So. Okay. Und dann haben wir noch eine neue Fertigkeit, und zwar Giftpulverfalle. Binde einen Beutel mit einem Pfeil. Ah, okay, dann ist das mit dem Gift. Ja, das ist mir das Assassin-Ding. Nicht, dass mir das nicht gefällt, finde ich aber für dieses Spiel einfach... Grundsätzlich in dieser Wikinger-Geschichte nicht das Passende. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich spielen werde, aber das Assassin-Ding hat mir auf jeden Fall bei Origins so mehr Vibes gegeben, so alles heimlich zu machen. Als jetzt hier bei Valhalla, wo alles mit Echsen und irgendwie alles gröber und derber ist. Ich weiß nicht, wie das im alten Griechenland war. Odyssey habe ich nicht gespielt. Dazu kann ich leider nichts sagen. Was ich noch sagen kann... wo das auf jeden Fall, wo ich es glaube ich wieder sehr passend finden würde, wäre auf jeden Fall bei Mirage und auch in dem neuen Teil Shadows. Da bin ich auch sehr gespannt, ob ich den spielen werde, weiß ich nicht. So. Aber wir plündern erstmal hier den Schatz. So, Seherinsegel. Oh cool. Ja, ist nicht so meins. Wir haben auch glaube ich den Rumpf schon bekommen. Muss man mögen. Und wir hatten auf jeden Fall, was wir aber hier gesehen haben, irgendwo, war ein Eiferer. Der dürfte wahrscheinlich irgendwo im Osten unterwegs sein. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Der ist aber leider nicht da, wo wir ihn jetzt haben wollen. Aber gut, das macht nichts. Unser nächstes Ziel ist, sind die Ruinen von Muik Fadar. Da können wir tatsächlich auch, das ist, da können wir auch hinreiten, oder? Warte mal. Kommen wir da nicht mit dem Pferd hin? Ich würde zumindest mal gerne dahin und dann gucken wir uns das mal in Ruhe an. Pferd, dann doch. Dann halt nicht. Ja, da ist auf jeden Fall eine Brücke, die können wir auf jeden Fall nehmen. So, wehe. Ah, dass das nicht funktioniert, war klar. Dann lass uns mal weit genug weg sein davon, dann funktioniert es vielleicht. So, nochmal. Siehst du wohl? So, wir mal gucken, ob der Eiferer hier irgendwo ist, aber er ist jetzt gerade nicht hier, ne? Nee. Nee. Okay. Ja, dann einfach darüber und zur Ruine.
Ja, wir haben sogar markiert, von daher ist es gar nicht so wahnsinnig wirklich hier. Auch wieder was mit Schlüssel, mit einem Hügelgrab oder was? Okay. Und was mit Wölfen? So, wir gucken mal. Okay. Ja, wir können das, glaube ich, durch den Brunnen regeln. Ehrenmoment, Sohn, Sie haben das Dorf geplündert, aber deine Mutter und ich konnten uns in Sicherheit bringen. Unser Familienerbe ist gerettet. Wir verstecken uns in den Ruinen, stoßen zu uns, sobald du das hier liest, dann werden wir zusammen mit Eofike versuchen. Na wunderbar. Truhe verschlossen. Ah ja. Okay, ich verstehe. Und der Schlüssel ist hinter der Mauer da. Bedeutet, dass wir irgendwie Feuer brauchen. Gott, sind hier viele Wölfe. Die Frage ist. Sie für mich sühnen. Da ist ein Lagerfeuer. Wo ist aber das? Ah, da ist das Feuer. Gott, sind hier viele Wölfe. Okay. Ja. So, alle Schätze. 99 Leder, 88 Eisenerz. Das hat sich ja mal richtig gelohnt. Das Familienerbe war auf jeden Fall Tungstenbarren. So. Und ich würde sagen, solange uns die Wölfe hier nicht sehen, können wir an dieser Stelle hier einen ganz, ganz netten Folgenstopp machen. Also, wir haben es geschafft. Das, was wir wollten, haben wir auf jeden Fall geschafft. Wir haben alles geklärt. Jetzt geht's auf zu Farravid in der nächsten Folge und über den Nebenquest natürlich. Aber wir kommen gut voran. Die meisten der Reichtümer haben wir schon mal gefunden. Hier ist noch ein Kloster. Ich denke, vieles ist noch hier im Osten. Ich denke, dass hier im Norden gar nicht mehr so wahnsinnig viel ist. Hier oben ist noch ein Synchronisierungspunkt, den wir uns noch holen. Wer weiß, was wir da noch aufdecken. Aber es bewegt sich doch langsam alles Richtung Norden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.